Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3. Es ist wieder Forza Dawn Zeit, es ist Freitag und dementsprechend werden wir ja heute den Porsche 959 ergattern. Erstmal verlassen wir hier das Festival mit unserem Porsche 918 Spyder. Ihr merkt schon, da ist ein bisschen Wumms in der Hütte hier drin. Den werden wir aber gleich nochmal umbauen. Ich will nämlich nur kurz schauen, was es im Forza Dawn zu machen gilt. Beziehungsweise, ich weiß es schon, aber wir schauen einfach nochmal rein. Genau, wir müssen 10 Burnout-Skills erledigen für 45.000 XP. Dann nehmen wir dann ein anderes Auto, nicht hier den. Perform 30 Lumberjack-Skills in a Warhawk to receive 120.000 Credits. Keine Ahnung, was das ist. Wir müssen 3 Sterne in 3 Driftzonen für 3 Wheelspins ergattern. Das machen wir auch mit anderen Autos. Und win a Championship to win the Porsche 959. Genau, wir fahren nochmal zurück rein. Heute ist Forza Dawn. Um die dieswöchigen Herausforderungen einzusehen. Ist nett, will ich jetzt aber nicht. Wir werden uns nämlich das PXH Performance Tuning holen für den Wagen. Erstmal gehen wir hier auf meine Autos und ja, die Folge zu dem Auto ist noch nicht draußen, aber ich kann euch schon mal sagen, an 918 wird mir auf jeden Fall jetzt mir nie liegen. Also wenn ich hier so schaue, das sind ein paar, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich habe genug, den würde ich sogar so lassen, aber der ist nicht Vollaufbau, der ist Vollaufbau. Da steigen wir jetzt mal ein. Sieht zwar auch gut aus mit dem grünen Streifen und so, aber ich will was anderes. Ich will nämlich Ray seine, ja okay, Lackierung, könnten wir die sogar lassen. Die sieht auch geil aus, die passt auch gut zum 918. Die lassen wir. Oder doch nicht? Sollen wir komplett BXH? Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt Ray sein... nee, warte mal. Nein, Upgrades laden. B... Wo ist hier der Unterschied? Ja, dann nehmen wir die hier auf jeden Fall. Inhalt wird gespeichert. Dann haben wir schon mal die Edition. Dann schauen wir noch ein bei der Lackierung. Upgrades werden kostenlos installiert. Okay, die hätte ich jetzt aber lieber bezahlen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich mir aber glaube ich nicht aussuchen. Von dem her ist sowieso jetzt schon zu spät. Also deswegen scheiß drauf. Wir holen uns jetzt auch noch die Lackierung. Also machen wir schon hier, wenn schon alles. Neue Designs suchen. Da müsste der Ray eigentlich auch relativ weit vorne sein. Genau. Einmal hier das. Hier einmal in Rot, einmal in Grün. Ich will es Rot, weil Rot haben wir so ein bisschen einen Kontrast mit drin. Nehmen wir einfach mal das Rote. Und dann fährt es mir hier mit der BXH Edition rum. Ich weiß, das Ding hat übelsten Grip. Hat aber auch extrem viel Leistung mit 1800 Newtonmeter. Das darf man nicht vergessen. Das Review zu dem Wagen kommt aber am Montag. Keine Sorge. Das wird auf jeden Fall noch nachgereicht werden. Wir gehen jetzt aber erstmal... Ja... Ich würde sagen, ein bisschen in Championship, also Meisterschaften fahren. So, dann Lavo haben wir gleich mal hier eine. Mit was fangen wir an? Hier. Das Rennen habe ich gern. Drum Rote hinsetzen. Das Ding ist so brachial, was die Beschleunigung angeht. Also wir haben jetzt gleich die 300 drauf, jetzt haben wir's. Sie haben Ihr Ziel. So, Veranstaltung einrichten, wir fahren eine Meisterschaft. Nö, wir erstellen eine eigene, wir machen hier Hypercars. Passt gut, wir machen hier eine Streckenauswahl, wir wollen einmal die hier. Die Rundstrecke ist scheiße, darum entfernen wir die mal. Dann haben wir noch, okay, ist nur noch eine Veranstaltung hier. Hier, das passt eigentlich eh relativ gut. Dann glaube ich, hier enden wir mit der Route hier. Genau. Und hier machen wir dann die nächste weiter. Morgen heiter fliegen. Bestätigen. Jawohl. Dann stellen wir hier die Blaupause. Dann wählen wir das Ganze aus. Die Horizon Hypercar Meisterschaft. Haltet eure Mützen fest. Habt keine auf, dementsprechend muss ich sie nicht festhalten. Wir wählen natürlich hier unseren Porsche 918 aus.
Und dann schauen wir mal, was das Ding so hat. Drauf hat, so wollte ich sagen. Bin jetzt nur gespannt, haben wir jetzt auch einen Heckflügel drauf oder nicht? Ich weiß gar nicht, weil es gab ja zwei verschiedene Editions. Einmal so eine Track Edition. Yep, wir haben den Spoiler drauf. Okay, hätte ich doch besser die andere Edition nehmen sollen. Hier haben wir mehr Grip, aber. Wie die grünen LEDs hochziehen, das ist echt krank. Und gleich mal hier die Kurve versäumt. Und die neuen 18s gehen halt mal vorne weg. Alter, das Ding ist geil. Bremsen packen auch relativ gut zu, also da kann man sich auf jeden Fall nicht aufregen. Die 300 Sachen durchs Wasser, warum auch nicht. Oh, da werden wir überholt. Dieses Mal müssen wir die Meisterschaft gewinnen. So, ich gehe noch mal kurz vorbei, sorry. Oh. Ja, okay, man könnte eindeutig mehr runterbremsen, das ist mir auch bewusst. Aber ja, geht es nur darum, dass wir jetzt den Wagen hier freischalten. Und Racer eine Performance, ja, Performance BXH Edition, die geht schon gut nach vorne hier. Wow. So, einmal hier rum. Und da haben wir nicht mehr viele Checkpoints bis zum Ziel. So, das heißt, der erste Sieg ist im Kasten. Dementsprechend haben wir noch zwei Sprintrennen, die wir bestreiten müssen. Das Geile ist, wir sind schon beim einen da. Das heißt, wir müssen ja nicht mehr wegfahren und vorne nur Porsches. Das ist eine reine Porsche-Dominanz, die wir hier auf dem Markt legen. Richtig geil. So, her mit den Credits, her mit den EPs und weiter zum nächsten Rennen hier. So, Veranstaltung einrichten. Wir setzen hier natürlich die Meisterschaft fort mit dem Porsche. Und dann schauen wir mal, wie es uns jetzt höher geht. Falls ihr jetzt fragt, warum ich so viele 918 überhaupt habe, ist rein nur ja, finanzielle Gründe. Ist so eine gute Anlegung, würde ich jetzt mal behaupten. Den 918 will jeder haben. Und Leute, die das jetzt das Spiel kaufen oder so, oder jetzt das kriegen, die können sich den Wagen nicht mehr holen. Die werden ihn dementsprechend wahrscheinlich aus dem Auktionshaus holen wollen. Alter, filmt das Ding in die Ohren. Hier, Porsche-Dominanz. Mischt sich auch noch ein Bugatti dazu. Porsche, dann Bugatti und dann der Rest der Welt. Also VAG dominiert hier mal wieder. Thank you.
Dass ihr euch jetzt fragt, warum er sich eigentlich so mehr oder weniger aggressiv nach vorne peitscht. Ich muss ja, wie gesagt, die Meisterschaft gewinnen. Okay, das war schwachsinnig von mir. Da müssen wir uns einfach nur ganz normal vorbeibremsen. So wie jetzt, dann passt das besser. Und dann sind eigentlich auch dem Rennsieg nichts mehr im Wege. Haben wir schon mal noch einen schönen Vorsprung auf dem Rosberg rausgefahren. Und die Punkte sind natürlich wichtig. Rosberg ist jetzt, glaube ich, zweimal Zweiter geworden. Das heißt, wir haben jetzt 8 Punkte Vorsprung. Dementsprechend können wir einmal Zweiter bzw. Dritter jetzt im letzten Rennen werden. Und das letzte Rennen hat es bei Gott in sich. Da habe ich keine optimale Route ausgewählt, aber es ist auf jeden Fall eine Route, die Spaß machen kann. Und da schauen wir einfach mal, wie es uns jetzt so ergeht. Dann haben wir nämlich den Porsche 959 bereits. Dann schauen wir mal, was der so an Tuning bietet. Und eventuell versuchen wir mit dem nochmal die Wheels, ist jetzt egal. Ihr wisst, was ich meine. Die Burnouts, so. Die Sache ist, wir müssen jetzt halt mindestens Dritter werden, weil Rosberg wird wahrscheinlich wieder gewinnen. Und ja, das wäre nicht gut für uns. So, Meisterschaft fortsetzen. Und jetzt bin ich schon richtig gespannt. Und hier schon wieder Porsche, 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 Porsche. Also richtig, richtig viele von denen. Und ja. Das war jetzt extrem scheiße von mir. Wo kann man da schon mal sagen, ein Aston Martin Vulcan sperrt mir den Weg ab? Also das ist, glaube ich, echt ein Satz, den man selten hört. Und das Problem ist, ich komme hier wahrscheinlich wirklich nicht durch. Ich habe den Wagen auch nicht ganz zu 100% unter Kontrolle, das sieht man auch. Komm, 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 komm. Komm. Sorry Leute, ich muss mich aktuell sogar ein bisschen konzentrieren, dass ich das Ding hier nach Hause hole. Oh, hier noch was reißen. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. Wobei wir holen auf. Ne, wir müssen neu starten. Es hilft alles nichts. Es ist einfach zu knapp. 8 Punkte, weiß ich nicht, ob ich für den 4. Platz kriege. Und einen 2. Rang in der Meisterschaft will ich nicht riskieren. Dementsprechend starten wir das Ganze mal neu hier. So, jetzt haben wir in der ersten Kurve schon mal 2 Gegner hinter uns. Genau, das ist schon mal gut. So, da sind wir 5.
Ding hat einfach so viel Leistung. Also 1400 PS, 1800 Newtonmeter, das ist eine ordentliche Wucht, Leute. Aber ja, ladet euch das Setup selbst runter, das ist echt gut fahrbar. Also flugtechnisch ist es wirklich auf hohem Niveau. Also da muss man dem Ray wirklich gut absagen, dass er die Leistung bändigen konnte. Und vor allem, wie er es in seinem Video gebändigt hat, also das ist echt nicht von schlechten Eltern hier. Das zeigt dann mal wieder die Klasse eines Ray Pixelhell. Das ist schon krank hier. So, komm. Wir müssen jetzt noch zwei von denen kriegen. Wir sind mehr oder weniger in derselben Ausgangslage. Das gibt's doch nicht! Ich werde schon wieder Vierter. So, Rennveranstaltung starten. Ich will nicht Vierter werden, ich will Dritter werden. Da drängeln mich ja gegen die Mauer. Also dafür, dass Maxi hier meine Aufstellung fährt. Das ist schon hart gegen mich hier. So, da vorne muss ich jetzt mit Vollgas durch, weil die bremsen dort, glaube ich, ein bisschen. Also mit Umwegen kommt man auch ans Ziel, hat man da vorhin gerade gesehen. Also unendlich läuft es immer so, wie ich es gern hätte. So, komm, das wird ein Sieg sogar. Das wird ein Sieg. Vorbei am Rosberg hier. Wie wenn er stehen würde. Das ist echt schlimm. So, einmal hier über die Kuppe. Mit knapp 400 über die Ziellinie. Da haben wir endlich den ersten und somit die Meisterschaft gewonnen. Ich war mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, ob man die Meisterschaft gewinnen muss oder nicht. Ich will sie aber lieber gewinnen, weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Wir dürfen auch ein Rädchen drehen. Ein 512, der ist der Roster, wäre natürlich geil. Das Ding kostet nämlich ordentlich was. Bam! Natürlich like ich mir das Design hier. So, dann geht's zurück. Genau, wir haben den Porsche, dementsprechend machen wir hier eine Schnellreise zum Festivalgelände. Schnell hierher reisen. Dann betreten wir das Ganze auch mal. So. Dann gehen wir auf meine Autos.
Sortieren wir nach Porsche. Da haben wir das Ding und da bin ich jetzt gespannt, ob es ein RWB-Kit dafür gibt. Wir schauen uns mal den Wagen ein bisschen an. Genaueres machen wir aber morgen dafür. Und ja. Schauen wir mal. Also, wir schauen jetzt wirklich nur wegen RWB. Nö, gibt's nicht. Es gibt keinen Breitbau. Ich würde aber auch sagen, den Rest mache ich offscreen, weil die drei Burnouts und so, das ist schnell erledigt. Das müsst ihr auch nicht wirklich was machen. Ich sage euch dann in der morgigen Folge, was ihr machen müsst, um die 120.000 Credits zu kriegen. Und ja, bis dorthin würde ich sagen, haltet die Ohren steif, man sieht sich. Ciao, Leute.